Sehr schön. Ja, Falling, das passt ja ein bisschen, nämlich diese Frau fällt jetzt auch zumindest aus als Moderatorin für das Morgenmagazin. Patricia, du gehst nach London. Ja. Viele Leute wollen wissen, warum eigentlich? Das heißt ja immer, der frühe Vogel fängt den Wurm und ich lasse jetzt einfach mal anderen die Würmer. Ne? Ich stehe nicht mehr so früh auf, das ist ein Grund. Zum Beispiel mal, London ist eine wahnsinnig spannende Stadt und ich freue mich aber, ich war immer schon gerne im Ausland während meines Studiums und jetzt arbeite ich halt mal im Ausland. Wie lange hast du jetzt das MoMA moderiert? Wie viele Sendungen hast 1220 Sendungen lang. Wow. Ja, das sind 12 Jahre gewesen. 1220 Sendungen. Ziemlich genau 12 Jahre. Wir haben Anfang Oktober 98 am Christian Siebers und ich hier angefangen. Was wirst du vermissen, wenn du... Euch natürlich alle. Es ist schon auch diesen Beruf. Ich werde ja einen anderen Beruf haben. Ich werde dann Korrespondentin sein. Ich bin dann nicht mehr Moderatorin. Und natürlich die Kollegen alle. Das ist ja, was sie nicht sehen, wie viele Leute wirklich an dieser Sendung arbeiten. Das ist ein bisschen wie an einem Foto von Peter Lindberg, wo 3 Leute zu sehen sind und 80 Leute dran gearbeitet haben. So ist es bei uns auch ungefähr. Das stimmt. Und es geht auch mal was daneben. Aber ja. Im Grunde hat doch alles super geklappt. Das sind ja die lustigsten Dinge. Das sind die lustigsten Dinge. Geht. Wir haben ja wahnsinnig viel von Ihnen bekommen an Mails, an Danke, 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 hat hier jemand gedichtet für Patricia. Und haben sozusagen ein schönes Gedicht schon gesagt. Dann fragt hier übrigens eine Frau, Gabi Hauptmann fragt, mit wem wache ich jetzt morgens zufrieden auf? Oh. Frau Hauptmann, mit uns. Sie müssen dann mit uns Vorlieb nehmen. Dann schreibt hier jemand aus dem Ruhrgebiet, blonder Engel, alles Gute aus dem Ruhrgebiet und Vorsicht mit den Männern in London. Okay. Du bist eine super Frau. Solche Sachen. Journalistisches Niveau wird gelobt, gelassen, lebendige Natürlichkeit, persönliche Anmut. Ich werde jetzt ganz rot. Und Patricia, das war auch noch ganz hübsch. Bodo Herbstritt aus Heitersheim, der fragt sich, Sie sehen immer noch aus wie 25 und ich überlege mir, was habe ich mit meinen 4 Jahren, die ich älter bin, falsch gemacht. Wir wollen mal gucken, ob dieser Herr mit seiner E-Mail recht hat. Jetzt haben wir nämlich hier einen kleinen Einspieler aus der Zeit. Hallo, hallo aus Berlin. Guten Morgen. Sie sich jetzt wundern und gerade eingeschaltet haben, Mayret war nicht beim Friseur. Nein, ich habe eine neue Spielkameradin. Ihr Name ist Patricia Schäfer, sie ist Frankin. Und sie reitet jetzt mit mir hier. Und sie kann Hochdeutsch, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Guten Morgen nach München, Herr Seehofer. Guten Morgen, Frau Schäfer. Guten Morgen, Frau Siebers. Ach, Sie waren noch ganz friedlich. Was ist denn da los, Herr Schäfer? Ja, ich muss auch sagen, ich kann diesen Scheiß langsam mal nicht mehr hören. So, und jetzt morgen. Sind wir hier. Morgen, ja. Nochmal, wo jetzt ganz woanders. Jetzt draußen auf der Straße und es ist bitterkalt und du hast meinen Mantel an. Nee, das ist gar nicht wahr. Also wir sehen, diese Seelöwin ist sehr verspielt und verschmust. Morgen entscheiden die Europaparlamentarier, die berühmteste Praktikantin der Welt, bekommt jetzt über 1 Million Mark. Wie viel sind es? Über 1,1. Ja, dafür, dass sie den Mund aufmacht, für ein Interview. Patricia, ehrlich, also... Sorry. 400.000 Pfund, das ist unmöglich. Die 10. Ach, Wahnsinn. Ach, vielen herzlichen Dank. Einmal mache ich das, was ich nie getan habe. Patricia, das war so schön mit dir. War das eine echte Frisur? Nein, ja? Da war ich noch nicht beim Fernsehen, als ich so eine Frisur hatte. Genau. Patricia Schäfer, heute. Schön, dass der Mississippi dabei war. Hat mich Guck mal, wir haben sogar Blumen vom ganzen Team. Sogar Patricias Vater ist gekommen als Überraschungsgast aus Würzburg. Hey. Arnold Schäfer, Sie dürfen auch dabei sein. Und die letzten Worte an dein Publikum, die musst du haben. Ich werde Sie vor allem vermissen. Ich weiß gar nicht, wie ich leben soll, wenn ich nicht mehr diese Sendung moderiere. Aber irgendwann muss man es mal ausprobieren, oder? Ich grüße Sie dann aus London. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Gute Zeit. Ich schaue zu.